Hallo liebe Zielgruppe bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Genau, und vor allen Dingen ein gesundes und glückliches neues Jahr. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Corona ist ja nur noch nicht ganz vorbei, aber. Da hatte ich schon wieder dieses böse Wort. Ja. Das ist von letztes Jahr. Das Ach ja, gibt's. genau, das war Wir letztes Jahr. wollen Also nicht. von daher, das lassen wir hinter uns. Genau. Genau. Wir sind im Pepper, wie man das vielleicht erkennen kann, weil so sieht unser Bulli nicht aus. Wir haben einiges euch zu berichten und das alles gibt es nach unserem Intro. Ja, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, weiß ich nicht so genau. Es ist weiß draußen. Solltet ihr das nicht sehen, blende ich mal ein Bild dafür ein. Genau. Ja, wir haben jetzt ein bisschen, ja, ich sag mal, Wintercamping hier ausprobiert mit dem Pepper. Und das Ganze ja, auf einem Dauerstellplatz bzw. auf einem Saison, Saisonstellplatz. genau. Ja, im Moment ist ja kein weiteres Camping gerade möglich, aber auf einem Saisonstellplatz geht das, das ist kein Problem. Ja. Deshalb sind wir hier in den Harz. Also das ist ja eh Schwiegermamas liebster Ort hier. Und ja, wir können das gut nachvollziehen. Und gerade jetzt. Es ist herrlich mit dem Schnee und so weiter, aber das zeigen wir euch noch mal ein paar Szenen, die kommen noch in diesem Video irgendwann. Genau, das Das zeigen blenden wir wir euch. euch noch ein. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt entschieden, oder beziehungsweise deine Mama und dein Papa haben entschieden, dass das entsprechend doch die Art und Weise ist. Gott sei Dank frühzeitig angemeldet, dass auch wirklich die Saison genutzt werden kann. Genau. Und aber man hat immer noch umhergestanden und er sagt, nee, jetzt wird definitiv das Auto umgestellt. Und ja, so sind wir seit gut einer Woche bald wirklich fest. Sonst ist man ja immer wieder weggefahren. Jetzt ist man Genau. wirklich fest hier an dem Platz. Und das hat schon was. Also so ein Dauer, ich kann man langsam kann man so Dauercamping nachvollziehen. Ja. Also gerade jetzt im Moment, dass man wenigstens ein bisschen Camping-Erlebnis hat und zwar auch an anderen Orten und nicht direkt vor der Haustür, da ist das schon schön, wenn man das so machen kann. Genau, Toll. und wir genießen das natürlich auch mit. Ja, dann ist natürlich die große Frage, und darum geht es eigentlich auch in diesem Video, nicht dieses ganze Laber-Palaber. Ist der Pepper denn wintertauglich? Genau, und das wollen wir euch zeigen, erklären, und das macht Stefan. Ich versuch's zumindest. Generell stellt sich erstmal die Frage Wintercamping. Wie viel Grad minus oder beziehungsweise bis zu welcher Kälte man ja auch Wintercamping macht. Es gibt ja in den flachen Ländern, da hast du ja nicht so viel Minusgrade wie vielleicht hier im Harz, da ist es vielleicht ein bisschen kälter. Ja, wir haben so ein paar Utensilien, das ist so eher für den Halbbetrieb. Es gibt hier vorne komplette Hutzen und so weiter für das Führer, für die Gefahrgastzelle sozusagen. Denn hier vorne ist doch die meiste Kälte. Was wir jetzt gemacht haben, ist, um ja, die Kälte ein bisschen wegzuhalten, ist dieser Vorhang. Der ist super, also das kann ich definitiv sagen. Allerdings bleibt nicht aus, es ist trotzdem immer noch mal ein bisschen beschlagen. Es ist nicht mehr ganz so viel, wie es vorher ist, also als wenn man das Ganze ohne dem macht und vor allen Dingen schirmt diese Decke hier auch die Kälte einfach ab. Du kannst weniger heizen, verbrauchst dadurch weniger Gas oder halt Diesel, wenn man denn eine Dieselheizung hat. In dem Fall ist es ja eine Gasheizung. Ja, was wir natürlich für die Scheibe noch haben, ist dieses coole. Ja, Kärcher-Dings. Ich will jetzt mal keine Werbung machen, aber ich denke, es ist unschwer erkennbar. Das ist so ein Nasssauger. Man kann halt damit diese Scheiben absaugen. Ist auch natürlich zum Fenster putzen geeignet. Ja, und für den Rest, denn man kommt nicht immer ganz bis ganz unten ran, haben wir hier so einen schönen Schwamm. Den muss man einfach nur einmal unten dran lang bewegen. Und dann ist der zwar feucht, aber er nimmt zumindest die Nässe auf. Ja. Was haben wir hier noch gemacht? Wir haben so ein paar Löcher entdeckt, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, Kälte reinlassen. Unter anderem gibt es hier vorne im Eingangsbereich, das zeigen wir euch gleich nochmal auf dem Bild, dafür machen wir ein Bild. Da haben wir so Schlitze und die haben wir dann im Prinzip zugestopft, dass da nicht die Kälte so reinkommt. Das ist so eine Zwangsentlüftung, aber das ist natürlich sehr doof, weil es zieht sehr dolle dadurch schon durch. Ja, und was wir noch gemacht haben, ist den Schlafbereich ein bisschen abgetrennt. Gehen wir nach hinten. Der Schlafbereich hat hier eigentlich einen Vorhang, der bis hier hinhängt.
Und wir haben das einfach so gemacht. Wir hatten von dem Stoff vorne noch was über und haben hier unten einfach mit ja, ganz handelsüblichen, wie heißen die, Druckknöpfen, die dran gebapst. Somit haben wir einmal das Gute, es ist weniger Gerüche beim Kochen im Schlafbereich. Und das Zweite ist, man kann auch mal schön durchlüften, denn hier unten zog die ganze Kälte dann rein, wenn man denn durchlüftete. Zum Thema Verbräuche, das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig. Wir haben ja hier Strom. Unsere Heizung ist ja nur eine Kombi 6, aber nicht eine Kombi 6e. Also das heißt, wir müssen komplett mit Gas heizen. Verbrauch ist jetzt ungefähr, ich sag mal, naja, zwei Tage kommen wir mit einer 11 Kilo gut hin. Danach wird es schon relativ leer. Also man muss schon so alle zwei, drei Tage dann mal wechseln. Das kommt halt auch drauf an, wie kalt es draußen ist und wie viel man an Wärme hier reinheizt und natürlich vielleicht nach oben weglüftet oder sowas, weil man ja auch ein bisschen die Feuchtigkeit rauskriegen will. Für den Strom kann ich noch nicht so viel zu sagen, den müssen wir erst nochmal später ablesen. Der läuft auf jeden Fall komplett hier über der Kühlschrank, über Strom, über 230 Volt. Also das muss man einfach mal dann gucken, wie das ist. Und ansonsten, von den Verbräuchen her, haben wir ja nicht mehr viel. Also Diesel, man fährt nicht. AdBlue, man fährt auch nicht. Also da verbraucht sich gar nichts. Genau. Ja, und ansonsten schauen wir dann nochmal vielleicht, was der Besitzer dazu sagen möchte. Nochmal zum Thema Gas. Jetzt haben wir die Expertenmeinung. So, ich habe jetzt gesagt, mit 11 Kilo kommst du ungefähr 2 bis 3 Tage hin. Was sagst du jetzt dazu? Ja, also wir kommen ungefähr 4 Tage mit 11 Kilo hin. Mit einer 5 Kilo kommen wir ungefähr 2 Tage hin. Also das heißt, du hast jetzt gerade eine 5 Kilo, hast du mir, glaube ich, erzählt, angeschlossen. Ich habe jetzt eine 5 Kilo. Und die ist jetzt zur Hälfte leer und die haben wir gestern angeschlossen. Ganz genau. Also da werden wir also heute noch mit hinkommen. Die wird heute Nacht, wird die umschalten auf die 11 Kilo Flasche. Da werden wir ungefähr, es kommt immer natürlich auch drauf an, wie kalt ist es draußen? Im Moment haben wir so 1-2 Grad minus. Da kommen wir also gut 4 Tage mit hin mit einer 11 Kilo Flasche. Ja, und zum Umschalten, das Automatische, das macht natürlich die Truma Duo Control mit Crash-Sensor. Genau. Und ja, das ist natürlich für ein Wintercamping auch gut und empfehlenswert. Ganz genau. Man muss nachts nicht raus. Man kann das am Tage machen. Nochmal zum Thema Wintertauglichkeit und Wärme oder beziehungsweise Kälte. Also wir haben festgestellt, wenn wir diese Sachen machen, die wir jetzt hier sozusagen haben, um diese Kältebrücken abzuschirmen, dann geht das hier sehr gut. Dann ist der Pepper wirklich gut wintertauglich. Das kann man schon machen. Auf Dauer würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil dafür sind natürlich Teilintegrierte auch nicht so geeignet. Dafür gibt es ja die Vollintegrierten, die sind natürlich dementsprechend besser. Aber wir wollen diesen Wagen ja auch im Sommer betreiben und dafür ist das top. Ja, ich komme auch nochmal auf das Thema Hutze, also sprich diese Abdeckung von vorne zu sprechen. Warum hat man sich dagegen entschieden aktuell? Das ist einfach der Preis. 500 Euro und man muss sich überlegen, das Ding braucht man ganz effizient für 4 Monate, vielleicht wenn es zurückkommt 4,5 Monate und das sind 500 Euro einfach viel zu viel. Man hat auch was günstigeres entdeckt, aber da ist die Frage, hält das von den Thermomatten? Da würde uns interessieren, was habt ihr, wie macht ihr euer Auto winterfest auf Campingplätzen, so damit ihr damit auch weiter campen könnt? Was habt ihr dafür Tools? Gerne doch in die Kommentare. Das interessiert bestimmt auch den einen oder anderen Pepper-Fan. Thank you.
So, und was man natürlich jetzt auch noch hier findet, ein beschmückter Weihnachtsbaum. Ja, hat man sich hier ein paar Kugeln an den Baum genagelt. Und zwar mitten im Wald. So, wir haben jetzt auch noch Einheimische hier getroffen. Monsieur Großschnee und da ist Kleinschnee. Die wollen aber mit uns nicht reden, keine Ahnung wieso. Aber sie scheinen noch fest zu sein, also denen geht's hier gut. Also auch die mögen Winter. So, das waren wunderschöne Winterimpressionen hier aus dem wunderbaren Harz. Unsere Lieblingsstelle, kann man sagen. Ja. Doch, und falls die Frage ist, auf welchem Campingplatz wir eigentlich sind, na Stefan, das weißt du doch ganz, ganz genau. Genau, das ist der Campingplatz Prajust, und zwar bei Klosterzellerfeld. Genau, ja, hier bin ich schon seit Kindesand sozusagen gewesen. Also wir haben hier, ich weiß gar nicht jetzt ganz genau, weiß ich es nicht, aber bestimmt so 12, 13 Jahre oder sowas hier Dauercamping betrieben. Da war ich klein. Ja, jetzt ist er groß und frech, hat mich mit Schnee vollgeworfen. Nein. Und du aber mich auch. Ich? Nein, oh ja. Niemals. Ja, wir werden jetzt zum Pepper zurückgehen, ein kleines Winterfazit machen. Winter ist ja noch nicht so lange, aber trotzdem ein kleines Fazit können wir jetzt schon machen. Genau. Wieder zurück am Teddy. Ja, das Fazit zum Wintercamping. Wie ist das so im Vergleich zu früher? Nicht anders. Nicht anders, also genauso. Es ist fast genauso. Aber also weniger Gasverbrauch und so weiter, also Verbräuche? Oder haben die Fahrzeuge sich verbessert als im Gegensatz zu früher? Nee, eigentlich nicht. Also von der Isolierung her schon, aber ja. So an sich. Ist gleiches, gut, muss okay. Auf gleiche Sachen achten. Und du musst auf die gleichen Sachen achten. Beim Wohnmobil ist es natürlich so ein bisschen das Problem, weil wir ja vorne das Führerhaus haben, was ja eine Kältebrücke darstellt. Also das haben wir schon gesagt, da gibt es so eine Wutze für, dass man die da genau drüber bauen kann. Also, aber ansonsten, die Isolierung ist etwas besser, ist klar. Mhm. Die ist etwas besser, aber ansonsten ist im Grunde genommen wie früher, wie vor 20 Jahren das Wintercampen genauso. Gleiche Rituale. Genau, also von daher, probiert es einfach mal aus. Jetzt sind wir auch endlich reingekommen. Im Teddy. Mhm. Okay, in Wirklichkeit haben wir schon Mittag gegessen. Also das geht wunderbar, auch in diesen Zeiten, Winterzeiten. Genau. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne runter in die Kommentare. Wir versuchen euch die dann zu beantworten oder halt danach zu gucken. Vielleicht was weiß ich, wenn es irgendwas ist, was man nochmal prüfen könnte oder sowas, dann gucken wir natürlich da genauer nochmal hin. Genau. Ja, und dann heißt es, wie gesagt, willkommen in 2021. Ein paar Videos werden noch folgen. Auch hier vor dem Campingplatz wird noch was folgen. Genau. Aber alles erst nach und nach. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, ja.